Servus und willkommen zurück zur Forts Amateur League. Und mittlerweile dürftet ihr wissen, dass das Ding zwar Amateur League heißt, aber die Spieler hier keineswegs Anfänger sind. Wir haben hier auf Team 1 mit Geizhals haben wir unten Jim, Top 20 Spieler aus der letzten Season und auch, ich glaube, davor. Also auf jeden Fall einer, der weiß, wie das Spiel läuft. Und Spofu sagt mir jetzt so leider aktuell gar nichts, aber das Setup, das spricht doch dafür, dass man sich Gedanken gemacht hat, dass man einen Plan dafür entwickelt hat, dass man trainiert hat und dass man weiß, wie man die Commander spielt, auch wenn ich ein bisschen verwirrt bin, dass keiner von beiden mit Geizhals die Tech zuerst gebläst hat. So, wir machen einmal den Chat aus. Genau. Weil, brauchen wir nicht. Und hier kommt erst die Tech bei Jim. Und bei Spofu, der hat hier ein interessantes Konstrukt. Ich glaube, der will hier einfach nur Ressourcen sparen. Weil als Geizhals kann man halt Metall verkaufen und kriegt alles zurück. Das heißt, wir haben links hier das Team Dorsnip mit dem Geizhals. Und ich bin etwas verwirrt, weil die Tech 1, die kommt relativ spät für Geizhals. Aber wir haben noch Team 2. Das ist der Howie Accelerator. Mit hier oben LPGK und hier unten Last Paladin. Also LPGK, der sollte eigentlich allen ein Begriff sein. Ist auch in Spieler mal Top 20, mal weniger. Ab und an ein bisschen schwankende Leistung, wie, ähnlich wie bei uns. Aber eigentlich immer sehr, sehr gut. Der spricht, also sobald er irgendwo dabei ist, der gibt auch nicht einfach auf. Der hat einen Plan, der kämpft da mit Herz. Also der geht da schon die Sache richtig, richtig professionell an. Testet ihr auch an. Bedrängt hier Spofu ein bisschen mit dem Sniper. Ja, aber nichts groß Verwertbares. Hier kommt die Munitionskammer und die Fabrik bei Team 1. Und bei Team 2 haben wir Fabrik und Munitionskammer. Bei Lars Paladin sehen wir noch eine Buzzsaw. Die haben auch den Spion gepickt. Und hier kommt bei Jim ebenfalls eine Buzzsaw. Jim könnte hier reinkatten, dann fällt das Ganze hier ab und das ist bitter, weil da ist Metall dabei und die Note ist weg und da sind kurz die Minen delayed. Ansonsten, oh, wir sehen gerade hier bei LPGK, der hat sich auch noch eine Buzzsaw gegönnt. Ja, bei Jim, da gibt es nichts, wo man holen könnte aktuell. Da ist überall Metall, man kann hier die Connection trennen, aber das wird nicht runterfallen. Und hier oben, da ist auch gerade nichts zu holen, also die Buzzsaws, die können noch ein bisschen ruhen. Der Einsatz ist noch nicht gekommen von den beiden. Und Jim gönnt sich hier noch eine zweite Buzzsaw. Ich weiß nicht, wo er hin will. Last Paladin ist der Erste, der die Nerven verliert, zusammen mit seinem Teammate. Und ich weiß nicht, warum. Die sehen doch, dass da nur Metall ist. Also das war ziemlich waste. Und hier eine schöne Buzzsaw, wie gesagt, auf das große Stück. Ja, und hier war ein bisschen wasted, aber hier Last Paladin verliert das Metall, den Sniper und die Connection kurzfristig. Also für Jim war das sehr gut. Und wenn beide es schaffen, hier diese Lücke zu treffen, dann schmiert der Plasma Beam ab. Das ist immer ein bisschen risky geplayed. Ein bisschen risky geplayed. Ja. Deutsch und Englisch, ja, vereint euch. Lassen wir einfach mal so stehen. Und hier, oh, schöne Buzzsaw von LPGK. Hat hier auch die Kanone oben von Spofu ganz kurz aufgedeckt. Und hier die Buzzsaws jetzt von Jim, die machen Last Paladin echt Probleme. Der kann die Connection hier nicht halten. Also, es wäre eigentlich ganz, ganz einfach, das Ding hier safe zu machen. Aber Last Paladin tut sich da echt schwer und er hat hier volle Ressourcen. Aber er schließt die Connection nach oben nicht. Ich weiß nicht, wieso, weshalb, warum, aber er hat ja ewig gebraucht, um die Connection zu schließen. Bei LPGK kommt jetzt erst der Plasma Beam und wir wissen, dass hier die Cannon zur Hälfte durch ist und hier Fire Plasma. Der Plasma ist zu zwei Dritteln durch. Also LPGK und Last Paladin, die sind hier ein bisschen im Hintertreffen aktuell. Oh, den Howie. Irgendwie fühle ich den. Also den Spot, den kann ich nachvollziehen. Aber es ist immer ein bisschen tricky, jetzt hier vernünftige Türen reinzuziehen. Da muss man ein bisschen Plan haben und hier die Buzzsaw,
ich denke mal, das war einfach noch, um einen Gruß zu schicken, nicht um irgendwie effektiv da irgendwas zu machen. Und wenn ich mir so angucke, ja, jetzt Team 2 zieht die aktive, klaut einmal bei Team 1 jeweils 2000 Energie und 200 Metall. Das lohnt sich auf jeden Fall. Les Paladin könnte hier gleich nochmal ein Howie placen. Und die eine Windturbine hier, die dreht sich sehr, sehr traurig. Die ist ein Ticken zu weit links platziert. Und dann blockiert das hier den Windflow. Der braucht eine zweite hier und muss dann nach unten connecten, weil ja, der eine Howie, der will gefüttert werden. Und hier Fire Plasma bei Jimson Ready. Oh Gott, wenn er da trifft, ist vorbei. Und da geht Lars Paladin raus. Jim mit einer ganz, ganz cleanen Fire Plasma Kombi. Aber LPGK hat das sofort gerochen. Macht den Catch. Oh, und da geht der Howie raus. Oh, wie bitter. Das wäre für LPGK wichtig gewesen, dass der Howie im Spiel bleibt. Aber so hat er zwar auch jetzt Fire Plasma am Start, aber wir haben hier drüben nochmal drei Buzzsaws, die gebaut werden. Die zweite Cannon ist im Aufbau. Fire Plasma ist ready. Und hier kommt schon der nächste Gruß von Jim. Und hier mit Plasma schön getroffen. Hat ein Loch reingemacht und die Kanone hätte wahrscheinlich hinterherhalten sollen. War aber nicht nur ein Ticken, das war richtig weit, viel zu hoch. Also da hätte sie hingemusst, da hat sie getroffen. Aber auf der anderen Seite hier, Fire Plasma sind ready. Und ich weiß nicht, ob LPGK wirklich die Mörser treffen wollte oder die Cannon. Auf jeden Fall, ein Mörser geht raus. Hier nochmal ein kleiner Gruß mit dem Firebeam. Oh, und hier schön abgesägt. Gerade als hier unten die Swarms platziert wurden, da hat, ja, Jim ein bisschen Energie gefehlt. Ne, Jim ist, doch, Energie hat gefehlt. Spofu hat jetzt hier genug Energie gleich für beide Cannons. Und bei LPGK, da unten sind jetzt Swarms im Aufbau und die sind von den Gegnern gerade nicht sichtbar. Das heißt, wenn die nicht gerade irgendwie, keine Ahnung, aus irgendeinem unerklärlichen Grund hier Gunner spammen, weil sie sagen, der hat Laser, da brauchen wir Gunner. Richtig illegaler Winkel von hier unten reingeschossen. Drei Windturbinen raus, drei Minen rausgenommen. Und das ist richtig schmerzhaft gewesen. Und mit den Buzzsaws immer wieder richtig heftig rein und die Verbindung getrennt. LPGK baut hier die Mine auch gar nicht nach. Ja, der Sniper, der wird direkt rausgeholt. Hat keine Gunner am Start. Das heißt, die Mörser könnten einschlagen, sein Energieschild brechen und dann hier einfach ab. Und hier der nächste Plasma mit ekligem Winkel. Dummerweise nichts zu holen, aber es ist schon schwierig, da die Nerven zu behalten. Und hier LPGK, hier mit dem nächsten Gunner, um sich gegen die Mörser zu wehren. Das Metall in der Front ist gut gegen die Buzzsaws, aber er muss diese Connection irgendwie safe machen, kriegt hier oben jetzt Druck auf den Plasma-Beam und die Swarms werden nicht ready. Der Plasma-Beam ist noch am Leben, aber er hat noch ein Törchen, hier die Buzzsaw, trennt wieder die Connection, das zerrt an den Nerven und ihr kriegt es mit, da sind keine Ressourcen. LPGK hat hier einfach keine Ressourcen und wenn es hier in der Buzzsaw reinkommt, da unten ist es vorbei und Jim hat eine. Kann er treffen? Oh, er trifft! Und hier heißt es GG. Team 1 gewinnt hier richtig stark Runde 1. Aber es ist ein Best of 3. Und wir wissen, dass Team 2 definitiv Potenzial hat. Also gehen wir direkt weiter in Runde 2. So, und da sehen wir in Runde 2 weiterhin Jim und Spofu auf der linken Seite und Lars Paladin und LPGK auf der rechten Seite. Diesmal bei Team 1 haben wir das Warzenschwein und quasi passend dazu haben wir auf der anderen Seite das Gürteltier. Das heißt, wir haben hier einen erhöhten Damage Output bei Team 1 und ein sehr defensiv ausgelegter Commander, der sagt, komm ruhig ran, mein Sohn, ich kann das tanken. Auf der zweiten, ach, auf der rechten Seite bei Team 2. Wir sehen bei Jim hier erstmal schön Economy spielen, 4 Minen, 2 Windturbinen, ein bisschen langsamer das Ganze angehen. Das verstehe ich. Ähnlicher Spielstil. Den lege ich ja auch an den Tag. Spielstil. Schweres Wort. Und hier unten bei Spofu, der hat schon die Tech, die T1 geplaced. Macht hier den Absatz für die T2. Will hier wahrscheinlich dann straight up auf Cannons gehen. Und hier, jetzt kommt bei Jim auch die T1. Auf der anderen Seite. Wir haben hier bei Spofu die T1, hier die Waffenkammer geplaced.
ein interessanter Spot. Ja, lädt dazu ein, dass hier die Buzzsaw reinkommt, dann blockt die Tech, aber kommt die Buzzsaw ein bisschen tief und holt das weg, dann ist der Kern quasi ungeschützt und die Tech ist weg. Also das ist richtig riskant geplaced. Und bei Last Paladin hier unten die Werkstatt. Das hier oben ist LPGK. Okay. Und die Mine ist genial geplaced. Wenn ihr euch fragt, warum, ganz einfach. Wenn die Verbindung reißt, besteht die Verbindung weiterhin. Jetzt, ja. Last Paladin gewinnt das Sniper-Duell gegen Spofu. Holt hier den Sniper vom Gegner raus. Hat ja auch eine schöne Tiny Door gebaut. Muss man ihm lassen. Jim probiert's. Kriegt aber hier von LPGK Druck. Macht die Tür, ja, nicht weg, aber er versteckt sie zumindest. Ist LPGK egal, der weiß, wo der Sniper sitzt und holt ihn raus. Bei Jim kommt jetzt hier die T2. Die T2 hier unten bei Spofu ist schon zur Hälfte durch. Hier kommt Sniper Harassment von Last Paladin, aber hier haben wir noch eine Buzzsaw und die eine Windturbine, die geht tatsächlich raus. Das ist für Last Paladin ist das ein richtig, richtig großer Sieg und jetzt wird die Mine unten angegangen. Nur die Buzzsaw. Die war gut gedacht, die hätte hier echt wehtun können, war aber richtig, richtig schlecht geschossen. Also entweder hat Spofu hier angefangen zu schielen gerade oder er hat einfach sein Geodreieck zu Hause liegen lassen. Aber der Schuss, der war richtig kürze. Ich hätte eher noch aufs Metall geschossen oder zu hoch und hier probiert zu treffen, wenn mir das da... Ja, jetzt wäre es nahe in Ordnung gewesen, aber da ist der Samstag und wir sehen es hier bei Spofu. 3 Batterien, 2 Arztlager. Der spielt hier für den Howie. Und mit Warzelschwein, da macht der Howie immer Spaß, weil der scheppert ordentlich. Wir haben hier noch eine Buzzsaw von Jim oben. Eben haben die Buzzsaws von Team 1, Team 2 das Leben, gerade bei Last Paladin, echt schwer gemacht. Und hier schön gemacht. LPGK hat das Ganze gerochen, hat hier die Note behalten. Dadurch kippt es nicht nach vorne ab. Und die Buzzsaw hier unten ist zwar nervig, aber... LPGK verliert seinen Sniper nicht und das ist nochmal ganz gut für ihn, weil das sind alles Ressourcen, die er nicht nochmal ausgeben muss. Und hier ist der Sniper offen mit der Tür, aber Gürteltier sagt ganz schnell zu damit. Und hier die Buzzsaws, das sind jedes Mal 1200 Energie, die hier Jim in die Hand nimmt, um aufs Metall zu schießen. Und hier kommt schon der erste Plasma Beam bei LPGK. Bei seinem Mate hier unten soll auch der Howie kommen, dauert aber alles noch ein bisschen. Hier erstmal die Verteidigung hochziehen, während Spofu sich hier erstmal ein bisschen nackig macht und vom Metall befreit. Da muss der Howie, ja, jetzt geplaced werden und da kommt er auch rein. Das heißt, wir haben hier links den Howie sitzen, das Bonus-Erzlager und die Batterie werden direkt wieder verkauft. Die Ressourcen werden freigemacht und verwendet für die nächste Waffe. Und wir haben hier Double Firebeam bei Jim. Das ist, ja, das Cover-System, damit der Howie auch sein Ziel findet. Und hier mit der Buzzsaw nochmal eine Windturbine bei Last Paladin weggesägt. Und wir kriegen es mit. Er hat Probleme, irgendwie an die Ressourcen zu kommen für eine schwere Waffe. Während LPGK jetzt hier anfängt mit seiner Defense. Also rein vom Aufbau her spielt das Team 1 hier ein bisschen, meiner Meinung nach, aggressiver nach vorne und schafft es dadurch, sich einen Vorteil zu holen. Weil Last Paladin, der ist so far behind. Der bräuchte eigentlich hier noch 3 wirklich aktiv laufende Windturbinen und muss hier immer noch warten, dass die dritte erstmal gebaut wird. Die zweite ist jetzt gerade erst ready geworden. Also das ist für Last Paladin jetzt hier nicht mehr ganz so geil. Er hat hier einen echt schweren Stand. Aber rein theoretisch, wenn er jetzt vielleicht keinen Howie placed, sondern eine Kanone. Und er placed die richtig geil. Okay, da kommt der Howie, never mind. Weil Jim ist hier quasi One-Shot. Schickt hier einen Gruß mit Firebeam auf die Waffen von LPGK. Und das könnte reichen, dass der Plasma rausgeht, oder? Wie sieht's aus? Ne, der Plasma überlebt. Und wie geht's ihm? Geht's ihm gut, oder? Du musst ihn reparieren. Du musst das Ding reparieren. Ansonsten ist das ganz, ganz schnell weg gleich. Okay, hier. Die Defense funktioniert. Und gut, okay, der war erst zur Hälfte down. Und hier, der Versuch mit dem Sniper die Firebeams rauszunehmen, gelingt er dann nicht.
und bei Spofu, oh, der Howie ist ready. Der Howie ist ready und der kann gleich richtig böse da reinklatschen. Hier ist noch die Cannon im Aufbau und Team 1 macht das gut. Fire, Fire, Plasma von Jim. Und hier Howie Cannon von Spofu, während Lars Paladin jetzt erst sein Howie zur Hälfte durch hat. Hat ja wunderschöne Tiny Doors und einen Sniper, aber das bringt es einfach nicht, wenn die Waffe hier so delayed ist. Also das hat Team 1 sehr gut gespielt und jetzt hier mit ein bisschen Absprache mit Howie Firebeam kann man jetzt, na, Lars Paladin wahrscheinlich nicht brechen, aber schweren Strukturschaden machen. Oh, okay. Er hat für den Howie sehr lang gebraucht, aber jetzt kommt die Kanone sehr zügig hinterher. Plasma Beam von LPGK und hat hier den Chor aufgemacht. Also das ist ein sehr gefährlicher Winkel. Und hier Lars Paladin wehrt sich endlich mal, hat einen aktiven Sniper. Jim ist hier oben, probiert hier auf die Laser von LPGK sich einzuaimen und niemand achtet auf Spofu. Der hat immer noch eine Buzzsaw, die aber nie was machen wird wahrscheinlich. Und hier in Sniper. Und hier Fire Plasma Beam rein und der Chor ist weg. Also rein theoretisch lebt hier Spofu sehr gefährlich, aber ich glaube nicht, dass hier Fire Plasma so den Winkel haben. Und hier, oh, schöner Hit. Durch den Fire Beam getroffen, also durch den Feuerstrahl den Sniper Hit getroffen. Dann gehen die Fire Beams raus. Das heißt, bei Jim nochmal ein bisschen DPS genommen. Hier kommt der Howie Shot. Hat dummerweise halt genau auf das Schild. Aber jetzt hier der Plasma oben rein. Und der Howie könnte rausgehen. Oh, okay. Spofu verliert hier alle Windturbinen. Behält er für sein Howie, also war in Ordnung. Jetzt hier aktives Sniper-Play von Team 2. Die Aktive wird gezogen von Warzenschwein. Und hier ein schönes, großes Loken, wenn es der Plasma-Beam kommt. Und ich kenne hinterher Plasma-Beam und... Ja. Da küsst der Plasma-Beam den Reaktor von Lars Paladin. Und mit dieser brachialen Gewalt, wo Warzenschwein einfach nicht nur eine Bresche schlägt, sondern einfach alles kurz und klein, ja, war es für Lars Paladin einfach unmöglich, da irgendwie noch im Spiel zu bleiben. LPGK reagiert richtig, holt sich hier eine Howie-Defense, weiß aber für sich auch, er hat ein Problem. Weil das ist Warzenschwein und die werden jetzt nicht klein beigeben. Spofu hat gemerkt, der Howie hier war schön und gut, er war auch sehr geil, aber ich brauche jetzt hier ein Portal, wenn das Ding nochmal irgendwie schießen soll. Währenddessen geht hier oben die Lasershow zwischen den beiden weiter und da ist ein Sandsack. Ich glaube nicht, dass das fallen wird und die Defense hier vorne sieht mir stabil genug aus, damit Fire, Fire, Plasma jetzt nicht hier durchgeht. Ja, hier mit Metall gesaved und hier kommt der Firebeam von LPGK. Holt hier einmal, trifft eigentlich ganz gut, schlängelt sich ein bisschen hier über dem Sandsack durch und hier fehlt ihm einfach die Energie. Ah, das ist bitter. Kanonen haben den Vorteil, die können einfach nicht schießen, wenn sie keine Energie haben. Laser zeigen dir immer an, dass sie schießen können, auch wenn sie keine Energie haben. Und dann kommt so ein bisschen so... Und das war's schon. Und ich denke mal, hätte hier LPGK die Energie gehabt, wer weiß, was passiert wäre. Hier kommt ein Cannon-Shot für einen Gunner und hier Fire Plasma, wobei der Plasma komplett verzogen ist. Bei LPGK ist jetzt der Vorteil, dass er das Gürteltier ist. Das heißt, er kann relativ schnell viel Stahl auf sein Fort draufklatschen, weil das ist günstig und das ist leicht. Und bei Jim, mit der holt sich noch ein paar Windturbinen. Hier kommt nochmal eine Lage Metall. Oh, und hier den Plasma-Beam ordentlich veraimt. Jetzt hier Jim kann er nachsetzen. Rein theoretisch wäre das gut, wenn er es könnte. Ja, hier nochmal ein bisschen höher gesetzt, aber hier unten rein, das würde ich fühlen. Der Howie kommt. Ja, wollte gerade sagen, wie kommt denn der? Aber da ist das Portal. Hier kommt der Cannonshot und der Cannonshot hier unten vorbei. Ach, schade. Wenn er das nochmal macht und die Aktive läuft, dann darf er nochmal schießen. Hier, Fire Plasma jetzt. Von Jim? Nee. Macht mir den Plasma-Beam in Rückzieher. Und jetzt, er wollte selbst hier durchsnipen. Aber LPGK listet darauf nicht ein. Hat aber jetzt hier einen sehr schweren Stand, weil es ist ein 2 gegen 1 und das ist eine Haubitze. Wir kennen zwei Firebeams im Plasma-Beam. Hinzu kommt noch, dass die Warzenschwein sind. Das heißt, der Damage ist massiv. Und hier, ja,
Er kam durch, aber er hat nur das Portal getroffen. Bitter. Rein theoretisch könnte er hier, wenn er einen Müh tiefer schießt, auch hier Spofu rausnehmen. Die Frage ist aber, ob es so viel bringt hier. Der Howie macht einfach keinen Damage. Sehr gut. Und hier die Aktive vom Warzenschwein läuft. Und hier mit dem, ja, mit dem verstärkten Plasma-Beam wird hier einfach durchrasiert. Und der Plasma-Beam von LPGK geht raus. Jim weiter mit seinem Sniper. Sehr, sehr aktiv. Hier riesige Tore. Und hier nochmal mit der Aktiven reingehalten. Das ist guter Damage. Und hier die Buzzsaws von Jim, die machen es auch nicht besser. Hier nochmal Lasershow. Die Firebeams von Jim auf LPGK und der auf Spofu. Und hier verbrennt der erste Firebeam von, ja, von LPGK. Hier hat die Energie bei Jim gefehlt. Das hat man gemerkt, weil der Plasmabeam, der war gerade dabei, sich aufzubauen, hat dann doch einen Rückzieher gemacht. Und hier nochmal die Buzzsaws, die reinhacken. LPGK, ah, ich wollte sagen, der müsste hier Metall reinziehen, aber wir sehen es. Ja, von den Ressourcen her ist das gerade nicht möglich. Er hat nur noch einen Firebeam. Damit würde er jetzt nicht so viel Schaden anrichten können. Er kann nämlich vielleicht ein Cannonshot-Projektil blocken. Muss aber gucken, dass er irgendwie nochmal an Ressourcen rankommt. Er könnte hier die T1 verkaufen und gucken, dass er irgendwie nochmal im Plasma ins Feld kriegt. Obwohl ich jetzt nicht wüsste, wie der Plasma ihm jetzt den Bobbes hier rettet. Das ist jetzt eine richtig schwierige Nummer. Und Team 2 muss sich überlegen, wie sie ihren DPS, ihren Damage Output erhöhen, um hier LPGK zu fällen. Aber das sieht gut aus. Und es hält, aber die T2 ist weg. Das heißt, LPGK, der grüßt immer mehr die Steinzeit. Hier nochmal, der Howie wird ready gemacht. Die Gunner sind da und... Ne, die Gunner schaffen es nicht, das Howie-Projektil abzuhalten. Und hier Fire Fire Plasma, das könnte für LPGK richtig böse werden. Und kommt da der Plasma-Beam noch? Aktiv wird gezogen. Boah, komplett verzogen. Aber die Aktive vom Warzenschwein hat trotzdem gut Damage gemacht. Und LPGK hat diese Ressourcen gerade nicht. Er kann damit... das ist für ihn einfach gerade ein grausamer Albtraum. Was kommt er da drauf? Oh ne. Weil jetzt kommt hier nochmal Fire Fire Plasma. Er müsste hier nachbauen, hat keine Ressourcen. Er muss einen Gunner bauen. Und hier, ja. Nochmal mit Plasma den Chor geküsst. Und Team 1 gewinnt hier mit 2:0. Also Dorsnip gewinnt sein Best of 3. Und damit ist die erste Runde bei der Forts Amateur League bereits vorbei. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr seid auch bei Runde 2 dabei. Und in dem Sinne, passt auf euch auf. Liken, kommentieren, abonnieren wäre sehr geil. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Tschüss.